Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenendbotschaft bzw. zu eurer Short Message. Wir schauen ganz kurz in dein Wochenende hinein oder wenn du das Video später siehst, zu einem späteren Zeitpunkt, dann gilt das ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video erkennst, findest und ja, reflektieren kannst. Und wir schauen jetzt mal, was ist denn da so los bei euch? Ihr arbeitet an einer Situation, ihr arbeitet an euer Licht. Beziehungsweise mag ich jetzt nicht sagen arbeiten, aber ihr reflektiert, wo ihr noch mehr in euer Licht, in euren Frieden hineinkommen könnt. So. Ja, das ist ja das letzte Wochenende, bevor wir in den August starten. Wow, wow. Der Mond, die Gefühle und wieder das Herz. Sehr, sehr stark geht es um die Herzheilung, Herzöffnung an den Wochenenden im Juli. So, dann schauen wir mal. Ja, hier schwankt ein Gemüt. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Was du nicht sehen konntest, was dich lange Zeit in den Träumen beschäftigt hat, was dich irgendwie nicht losgelassen hat, das kann Stresssituationen gewesen sein, es können Situationen aus Angst, Wut, Zerstörung, alles heraus, was so richtig gewaltige Energie, die jetzt rausgekommen ist, aus eurem Körper oder kommen wird. Und meine... Dankeschön. Es war, ist es. Das heißt, rauskommen wird, hat sie. Ja, es kommt mit Trompetenschlag, auch wirklich. Also richtig so, kommt es auf euch zu und ihr macht es mit Gravur. Also du meisterst das wirklich mit Gravur. Du cuttest die falschen Menschen. Ich glaube auch, dass du jetzt schlau und weise geworden bist. Irgendetwas hat dich schlauer werden lassen. Irgendetwas hast du besser reflektieren können. Irgendetwas hast du besser umsetzen können, jetzt umsetzen können, was dir vorher nicht sichtbar war oder nicht sichtbar gemacht worden ist. Das heißt, das Universum ist ja schlau, ne? Das zeigt dir nicht irgendetwas, weil es so lustig ist, sondern das Universum sagt, okay, jetzt zeigen wir ihr dieses Thema, weil wir wissen, wir sind überzeugt davon, dass du jetzt es schaffst, ja? Und das ist, kommt vom Universum, meine Lieben. Das heißt, das Universum hat euch eine Prüfung aufgegeben und die hast du jetzt mit Gravur gemeistert oder wirst du jetzt in der kommenden Zeit. Dann kommst du wieder mehr auf Stabilität, weil das Schiff ist für mich absolut keine Stabilitätskarte, sondern das ist Schwanken, es ist zwar die Reisekarte, für mich ist, steht das wirklich für die Psyche. Also die Psyche, die da schwankt, die ständig auf und ab, diese Schwankungen oder Gefühlsschwankungen, die sich immer mehr hier gezeigt haben, die kommen jetzt in die Stabilität. Natürlich kann es sein, dass du heimreist. Ja? Vielleicht warst du Urlaub und jetzt reist du nach Hause. Ja? Dann kann ich dir sagen, dass irgendetwas im Urlaub dir nicht ganz so gefallen hat. Irgendwie hast du das Gefühl gehabt, das, was du gesehen hast, war nicht das, was du sehen wolltest. Auch das kann sein, egal ob Urlaub oder nicht Urlaub. Du hast was gesehen, was du nicht sehen wolltest oder nicht sehen konntest und jetzt kannst du nicht mehr die Augen verschließen. Und immer wieder ist irgendetwas gekommen. Immer wieder hat sich etwas bei dir gedreht und das hast du schon richtig satt gehabt. Immer wieder hat man dir das Thema gespült, ne, so, ja, das Universum hat so lange gespült bei dir, ja, bis du ein sauberes Glas Wasser in deinen Händen gehalten hast, ja. Und das ist jetzt genau der Mond und die Gefühle. Das Universum, hier wird man dir etwas offenbaren. In der Nacht, über deine Träume, wird man dir etwas zeigen, offenbaren, was dir vorher nicht
sichtbar war. Was doch immer das ist, vielleicht sehen wir das. Vielleicht ist es dir bestimmt schon mal zu hören. Moment. Ah ja, Sehnsucht. Okay. Im Fluss sein, ja. Im Flow, im Fluss. Wasser, tiefe Gefühle. Okay, das ist noch. Dann haben wir hier den Liebeszauber. Wie? Den Liebeszauber. Also hier könnte es sein, dass du irgendetwas im Thema Liebe nicht gesehen hast, weil du mit deinen Gefühlen, mit dem Zusammenräumen deiner Situation so beschäftigt warst, dass du dicht gemacht hast, weil der Ring ist dicht, der ist zu. Das ist kein Ring, der größenverstellbar ist, ne? Der ist in einem durch. Also das heißt, da warst du vielleicht, ja, Liebesangelegenheit, kann ich mir gut durchaus vorstellen. Und da konntest du noch nicht hinschauen. Im Thema Beziehung konntest du noch nicht hinschauen. Ich sehe nur, dass man dir jetzt diesen Zauber einhauchen möchte. Ja, oder das Universum möchte dir diesen Zauber einhauchen. Ich glaube aber auch, dein Gegenüber ist noch nicht ganz so bereit, auch nicht, ja. Ihr macht euch aber auf den Weg. Ich sehe nämlich hier nur eine dritte Person, ne? So, die ist versteckt. Und dieser badet jetzt noch mit dieser Lady da, ja, Schuss, Tor. Ja, ein Torschuss oder Torschusspanik. Und ich glaube, er ist nicht mehr ganz so glücklich dabei und merkt jetzt, er möchte mehr. Du bist vielleicht noch unscheinbar, noch nicht ganz sichtbar in deiner Sichtbarkeit. Ja? Dieser Mensch ist absolut in seiner Sichtbarkeit. Ne? Man sieht, er ist im Vordergrund. Und dann diese Dame und du bist schon gar nicht mehr, noch nicht sichtbar. Das heißt, du bist jetzt, gehst auf den Weg der Sichtbarkeit. Das heißt, du machst dich jetzt in der nächsten kommenden Zeit sichtbar und dann kommst du in den Flow. Und das könnte sein, dass etwas mit der Drachenenergie zu tun hat. Das kann sein, dass du dich mit deinen Drachen verbindest. Ja? Oder du solltest dich jetzt in der nächsten kommenden Zeit dich mit deinen Drachen verbinden. Der Pfad der Sehnsucht und die Silberweide im Fluss sein. Ja, du bist jetzt im Fluss. Du darfst jetzt in deinen Flow, in deinen Fluss hineinkommen. So, was darf ich euch noch mitgeben? Zwei Karten bitte. Ah ja, ah ja, ja. Ah ja, genau. Für dich hat sich das irgendwie angefühlt wie Diebstahl. Aber das Universum sagt, es ist ein Geschenk. So, das ist ein Geschenk. Und wieder die Liebenden, schaut mal das an. Und dann zu hohen Ehren kommen. Spannend. Aber du hast das Gefühl, vom Universum vielleicht ein Stück weit betrogen zu worden sein. Ja? So, du hättest gerne etwas schneller gehabt oder etwas besser oder etwas, ja, irgendetwas ist bei dir, wo du sagst, das hast du, da hättest du mehr verdient. Ja, hast du, absolut. Aber das ist nämlich der Wunsch, ne? Das Wünschen an Universum. Das ist das, wo ich gesagt habe, das passt noch nicht ganz, ne? Wie du richtig wünschst. Weil was du wünschst oder sagst, ist nicht das, was du denkst oder fühlst in deinem Innersten ganz, ganz tief drinnen. Und das ist eben genau das, ne? Also die Seele möchte oft ganz was anderes wie euer Verstand und deshalb verändert sich das ab. Ja, ich sage noch, deshalb verändert sich das und es kommt tatsächlich die Veränderung. Wie cool ist das bitte? In der Gesellschaft wirst du oder viel darüber nachdenken oder du denkst viel über die Gesellschaft nach
Und glaub mir, wenn du da anfängst so nachzudenken, dann wirst du nicht fertig, weil noch gibt es Menschen da draußen und das wisst ihr. Und ich habe viele meiner Klientinnen, die sagen, ich möchte außer bei dir, deinen YouTube-Kanal, schaue ich jetzt so gut wie gar nichts mehr an, weil einfach immer die Menschen noch immer mehr in den Vordergrund und mit irgendwelchen Mitteln die meisten Menschen so einfach fangen möchten. Und das ist aber nicht die Zukunft. Die Zukunft ist tatsächlich dieses Gefühl, was liebe ich und das sende ich aus. Und das eine ist mittun und das andere heißt selbst zu sein. Ja, seiner eigener selbst zu sein. Nicht irgendwo hinterher zu rennen, hinterher marschieren, weil da werdet ihr in Luft greifen. Wir sind schon in der Luftenergie, ne, in der Luftepoche. Und da ist wenig so, das muss ich jetzt haben. Das ist nicht mehr so. Das heißt, du kommst immer mehr drauf. Das ist nicht etwas, was du unbedingt mehr brauchst. Und mir geht es auch so in der Kleidung. Ich habe so viel Kleidung und ich liebe Kleidung, absolut. Aber ich kombiniere es immer anders. Ne? Also ich merke, ich möchte auch gar keine neue Kleidung mir kaufen. Ich könnte, möchte aber nicht. Ne? Und genau um das geht es. Und ihr, das heißt, man merkt dann, okay, da will man, das will man nicht mehr. Das braucht man nicht. Und somit auch die Menschen. Und das wird sich verändern, weil das ist ein Riesengeschenk, ja, an die Menschheit. Aber noch ist es in dem Ganzen, sind noch nicht viele da drinnen, die tatsächlich ihres Leben. Und da musst du erkennen, was ist die Wahrheit und was ist deine Wahrheit, was ist die Wahrheit des anderen. Und da versuchst du entweder einen Mittelweg oder du bleibst so deiner Wahrheit und sagst, nein, das fühlt sich nicht gut für mich an. Das tut mir nicht gut. Okay? Also da wird sich einiges verändern. Gott sei gedankt, das Fake geht raus und boom. Ja, das ist definitiv so. Ne? Alles, was nicht deines entsprechend tut und das nicht der Liebe entsprechend tut, fliegt einfach raus aus dem System. So, wir nehmen die gleich. Ja, weltlich gesehen, weltlich. Ich sehe nur die Weltkugel und dann daneben ist schon die Welt. Ja, das, was ich euch jetzt gesagt habe, trifft genau auf den Punkt. Das Universum sagt, ja, genau, hast du richtig gesagt, genau das ist es. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade für die Menschen, die so sensibel sind, sagen, hey, ich mache und tue und irgendwie bewegt sich nichts, ja. Ich glaube, es ist schon bewegt, aber nicht für jeden ist das gleich bestimmt, ja. Und du hast bald jeglichen Grund zum Feiern, weil wir haben die Sterne. Das Rad des Schicksals, ja, und hier ist etwas Neues. Und der Eremit, du wirst etwas ganz Neues lernen. Fangen wir mal da an. Du lernst etwas ganz Neues. Und ich habe noch gesagt, Luftenergie, ne? Und die Schwerter sind Luft, dem Element Luft zugeordnet. Das heißt, hier passiert ein Wandel. Und da lernst du. Irgendetwas Neues wirst du erfahren, lernen oder dazu lernen. Wo du dich dann von der Masse aushebst, ja? Du wirst merken, die Faker, ja, die Menschen, die jetzt Fake News verbreitet haben, die zieht das Universum aus dem Verkehr und während die rausgezogen werden, hast du dann die Möglichkeit und die Chance, etwas Neues zu beginnen, was Fülle ist, okay? Also das heißt, nur die, die jetzt Macht gehabt haben und irgendein Kanal geht voll gut oder auf Instagram, das geht voll gut, TikTok geht voll gut, kann auch von heute auf morgen Stillstand sein. Ja? Das heißt, bitte, nur weil es jetzt bei dir ruhiger ist, heißt es nicht, dass das Universum dich nicht sieht. Das Universum sagt nur, hey, du willst ja keine Fake News verbreiten. Du sagst ja, du möchtest das nicht. Du möchtest ja dir treu bleiben. Also veränderst du die Sicht der Dinge. Aber erst dann, wenn die Fake News da, die Fake Menschen weg sind und dann macht das Universum Platz für dich. Und das ist das Rad des Schicksals. Da dreht sich jetzt eine Wende. Und das ist weltlich. Wir haben die Weltkugel. Und ihr wisst, wenn die kommt bei mir, dann ist es nicht nur bei dir so, sondern wirklich auf der ganzen Erde so. Und dann hast du die Möglichkeit, erfolgreich zu werden. Ja?
Hab noch Geduld. Das Universum lässt dich jetzt nicht im Stich. Aber das Universum weiß auch, hey, du hast so viel zu sagen, aber es sind da draußen noch so viele, die da hin und her schießen, bim, bom, bom. Und es geht in die Leichtigkeit. Ja? Ich glaube, dass du noch manche Dinge so verkrampft machen möchtest. Und bitte lass das los. Raus. In, hinein in die Leichtigkeit. Das ratet dir auch mal der Page der Schwerter, ratet dir ebenfalls mehr in die Leichtigkeit zu kommen. So, das war's und wir schauen dann hinein in die Woche und dann schauen wir mal, was da auf dich zukommt. Alles Liebe, alles Gute, tschüss!